Wir haben heute das Thema Heraus mit der Sprache. Geleitet wird das Ganze von Elisabeth Benedikt und Magdalena Feil. Herzlichen Glückwunsch, Magdalena. An dieser Stelle nochmal ganz hochoffiziell. Und ja, ich möchte euch bitten, einfach eure Bildschirme zu teilen. Dann kann es auch direkt schon losgehen. Ja, jetzt können wir es sehen. Okay, hören kann ich euch jetzt gerade noch nicht. Ja, dann fange ich mal an. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin die Magdalena und die Elisabeth werdet ihr auch nachher gleich noch hören. Diejenigen unter euch, die in Kanada mit waren, das waren ja die Tina und der Holger auch, für euch wird vermutlich wenig bis gar nichts Neues dabei sein, weil ihr natürlich schon Bescheid wisst. Alle anderen können sich freuen und können sich gleich ihre iPads, Tablets oder Android-Tablets zurechtlegen, denn die braucht ihr jetzt dann. Also sucht euch die schon mal raus. Wir möchten euch heute zeigen, heraus mit der Sprache. Heraus mit der Sprache ist ein tolles neues Feature im Lesson Activity Builder. Ihr seht da oben im Bildschirm von Elisabeth diesen blauen Zauberhut. Der ist seit Frühling, glaube ich, schon da. Da gab es schon zwei Features und ein neues eben seit August jetzt ist Shout It Out oder eben heraus mit der Sprache. Verwendet kann es werden statt Extreme Collaboration für die von euch, die damit schon gearbeitet haben. Extreme Collaboration gibt's jetzt dann in der Notebook-Software nicht mehr oder gab es auch vorher, glaube ich, nur mehr eingeschränkt. Das Shout It Out-Programm ist direkt in Notebook integriert. Das heißt, ich brauche nichts extra hinzuzufügen. Das Einzige, was ich brauche, ist Internet. Und was besonders interessant und vor allem für manche Lehrer, die spontan etwas machen möchten, wichtig sein kann, ist, dass du es spontan schnell einsetzen kannst und innerhalb von kürzester Zeit verschiedenste Aufgaben erarbeiten kannst, wie wir jetzt auch gleich gemeinsam feststellen werden. Elisabeth, oder soll ich noch weitermachen? Gut, ich höre dich nicht, also mache ich mal weiter. Wir möchten gerne euch mal zeigen, wo Shout It Out überhaupt zu finden ist. Und zwar eben in diesem Zauberhut steckt der Lesson Activity Builder. Wenn man da draufklickt, sieht man gleich ein ganzes Menü. Manchmal dauert es je nach Internet ein bisschen. So, und gleich der zweite Punkt ist heraus mit der Sprache oder auf Englisch eben Shout It Out. Mit dieser Aktivität hinzufügen kann man das Ganze dann auch schon tatsächlich starten. Ich weiß nicht, bei mir, glaube ich, hängt der Bildschirm ein bisschen, kann das sein? Also ich kann es gut sehen. Okay. Aber Elisabeth, du hast noch nicht gestartet, oder? Ja, wir haben hier zwei Felder. Das eine ist eben, ich kann kategorisiert. Hallo? Hörst du mich jetzt? Jetzt höre ich dich. Ja! Willst du übernehmen? Okay. Ja, okay. Eigentlich war das nämlich mein Part. Danke, Magdalena, dass du da so spontan eingesprungen bist. Irgendwas war mit meinem Mikro nicht in Ordnung. Es öffnet sich also dieses Fenster. Das ist bei allen Lesson Activities gleich. Man wird hier oben durchgeführt, wie es der Reihe nach geht, was man der Reihe nach machen muss. Und man sieht ja auch gleich, wo man gerade ist. Und ich kann als erstes das Design auswählen, entweder kategorisiert, zu dem kommen wir nachher noch, oder willkürlich angeordnet. Und mit dem wollen wir jetzt mal anfangen. Hier rechts gibt es im Moment nur eine Auswahlmöglichkeit. Ich nehme aber an, dass da welche dazukommen werden.
Sobald ich auf Weiter drücke, habe ich jetzt die Möglichkeit auszuwählen, welche Beiträge von Schülern ich akzeptieren will. Will ich Text akzeptieren oder will ich Bilder akzeptieren? Beides geht im Moment nicht. Wir haben es bereits gemeldet, dass das toll wäre, wenn das funktionieren würde, aber im Moment geht nur eines. Und ich kann die Namen der Beitragenden anzeigen, einschalten oder ausschalten, je nachdem, ob ich das anonym haben will oder ob ich es mit Name haben will. Ich reduziere jetzt hier mal die Anzahl der Beiträge auf 2. Und ich möchte eure Namen sehen. Und ich möchte Bilder haben von euch. Hopps, da haben wir jetzt eines. Ich möchte 2 Bilder von euch sehen. Das geht jetzt weiter. Hier kann ich einige Spielkomponenten hinzufügen oder es auch bleiben lassen. In dem ersten Fall jetzt lassen wir das einfach mal bleiben. Und in weiterer Folge werdet ihr dann noch sehen, was man damit alles machen kann. Und wenn ich jetzt auf Fertigstellen drücke, dann wird meine Aktivität erstellt. Das dauert ein bisschen. Und da sieht man jetzt dieses Feld, in dem ich nochmal sehe, die Namen der Beitragenden sind eingeschaltet, 2 Beiträge pro Gerät habe ich und den Papierkorb, der ist hier oben, ob ich den ein- oder ausblenden möchte. Beim Einblenden bedeutet das, ich kann Beiträge ganz leicht durch Verschieben zum Papierkorb löschen. Ich möchte aber eure Beiträge heute so und so nicht löschen. Und sobald ich auf Aktivität starten gehe, verbindet sich das Ganze und es erscheint oben ein Zugangscode. Und ihr seht hier oben classlab.com. Das ist die Internetseite, die ihr eingeben müsstet auf eurem, entweder auf eurem Device, also auf dem Smartphone oder Tablet, oder man kann es natürlich auch direkt am Computer machen. Also ihr müsstet jetzt die Internetseite classlab.com bitte eingeben. Und auf dieser Seite seht ihr dann ein Anmeldefenster. Oben wird die Lesson, die Activity-ID eingegeben. Das ist also diese Zahlenkombination. Und unten drunter euer Name. Und dann könnt ihr beginnen, eure Beiträge zu schicken. Und ich schreibe euch jetzt, was wir gerne hätten. Sende ein Bild von dir und eines deiner Schule. Man sieht jetzt da schon, dass mich dieses Fenster von der Aktivität ein bisschen stört. Ich kann das auf der Seite wegklicken. Nur wie geht das? Achso, ich bin jetzt im Falschen. Ich kann das einfach hier wegklicken und wieder herholen, sollte ich es wieder zurückhaben wollen. Und jetzt bitten wir euch einfach um eure Beiträge, dass ihr uns die sendet. Und du siehst dann schon, ich kann das da verschieben. Kann das unterschiedlich anordnen. Kann dann durch diese Namenszuordnung auch die Fotos wirklich paaren. Wer ist in welcher Schule? Durch einmal draufklicken kann ich das Foto auch größer machen, um es genauer ansehen zu können. Ich kann auch jederzeit dann wieder nachsehen, wie viele Personen haben wie viele Beiträge schon geschickt.
Ah, Holger möchte nochmal die ID. Sollst du haben, bitte sehr. Harald fragt, wie es aussieht mit einem QR-Code. Ja, im Moment ist ein QR-Code nicht möglich, aber wir haben auch das schon angemerkt bei den Entwicklern, dass ein QR-Code oder eine kürzere ID, vielleicht sogar ein Wort in Kombination mit einer Zahl, vor allem für jüngere Schüler viel einfacher zu handeln wäre. Es wird angedacht. Ja, wenn man eine Firma hat, die so wie Smart immer wieder ganz tolle Sachen entwickelt, dann werden natürlich auch Befindlichkeiten immer wieder wach. Und sie haben schon eine riesen To-Do-Liste, was man alles noch verbessern könnte. Oh, Harald, super! Das Foto ist toll. Ja, das ist mit dabei. Werden wir sehen, wann's verwirklicht wird. Und ihr seht jetzt, man kann da verschieben, neu organisieren, das verändern, so wie man das dann gruppieren möchte. Man könnte hier jetzt zum Beispiel auf die Idee kommen, dass vielleicht Magdalenas Schule und meine Schule das gleiche sein könnte. Die schauen sich so ähnlich. Holger gehört da dazu. Ach, ich glaube, das ist reiner Zufall. Die Schulen, ja, glaube ich auch. Und man kann dann natürlich auf dieser Seite einzelne Bereiche überschreiben, markieren, verändern. Man könnte hier zum Beispiel fragen, welcher von den beiden ist jetzt der, um den es geht. Wie schön, Sarah hat uns ein Bild von unserer Aktivität geschickt. Edgar, du hast ein äußerst blumiges Aussehen, muss ich sagen. Hübsch. Ja, das war jetzt mal der Versuch, euch das zu zeigen, wie das mit den Bildern funktioniert. Ich kann hier jetzt den Beitrag anhalten. Das bedeutet, es ist jetzt nicht aktiv. Ich kann es aber noch fortsetzen, wenn ich zum Beispiel Gundel noch ermöglichen möchte, dass sie ihr zweites Bild noch schickt oder Annette. Ich kann es aber auch ganz beenden und auf Ende drücken, dann ist es wirklich vorbei. Und dann kann ich in diesem Bildschirm auf dieser Seite damit weiterarbeiten, wie auch immer ich mir das jetzt vorstelle. Wie gesagt, interessante Funktion ist noch, dass durch Klicken auf ein Bild dieses Bild größer gemacht wird und da unten kann man dann mit Pfeilen durchblättern, nach vorne und nach hinten. Habe ich jetzt die Schrift im Bild? Und diese Bilder, ich habe noch nicht ganz heraus, nach welcher Reihenfolge es geht, ob es wirklich die Reihenfolge des Einschickens ist. Ich glaube fast. Und kann mir da alle Bilder nochmal groß ansehen. Ups, das wollte ich nicht, Entschuldigung. Jetzt muss er natürlich wieder laden. Gibt es dazu, Eyes to the Front, genau, Harald. Dazu jetzt im Moment Fragen? Bislang ist auch nichts okay. In der Chatbox eingegangen. Genau. Okay. Weil dann gibt es eine zweite Aktivität, die wir uns überlegt haben, um einfach das mal mit den Wörtern auszuprobieren. Ich starte wieder über diesen Zauberhut die Aktivität heraus mit der Sprache. Mach's jetzt wieder willkürlich angeordnet auf der Posterwand. Das ist wieder genau derselbe Prozess wie vorhin. Und jetzt möchte ich Textbeiträge und ich lasse auch hier wieder zwei pro Person zu und mache das jetzt aber anonym.
und gebe euch hier jetzt als erstes die Frage vor. Wie heißt du und welche Schulstufe unterrichtest du? Und starte dann die Aktivität. Und es ist... Es ist in dem Fall jetzt dieselbe ID. Und dann kann man seine Antworten eingeben und schicken. Und auch da kann ich wieder durch die farbigen Kennzeichnungen trotzdem zuordnen, wie gehören diese Antworten zusammen. Von der Anzahl der Teilnehmer muss man sagen, wir haben es in Kanada beim Sea Summit dieses Jahr extrem getestet. Da waren 76 Seas und einige Entwickler gleichzeitig in der Aktivität. Und es hat funktioniert. Harald hat einen Joker. Auch gut. Jetzt habe ich dich schon wieder erwähnt, Harald. Aha, da ist jetzt offensichtlich dieselbe optische Kennung nochmal aktiv. Okay, Thomas hat es mit 12 Tablets schon versucht. Aber wie gesagt, also bis zu 70 packt das Programm. Allerdings werden dann natürlich diese Pinwände relativ schnell sehr voll. Ich werde jetzt hier aber die Aktivität beenden, weil Magdalena auch noch was vorbereitet hat. Und Magdalena, ich würde dann sagen, dass du dann deinen Desktop teilst, okay? Ist in Ordnung. Ja, also ihr habt ja jetzt... Oh, Entschuldigung. Ihr habt jetzt ja schon ein kleines bisschen ausprobieren können. Und habt vielleicht auch schon gesehen, dass es ja verschiedene Möglichkeiten gibt, wie ich die Postings anordne, die kommen. Zum Teil kann ich sie eben ich sehe deine selbst. Jetzt. Ist er da? Ja, jetzt passt. Ja. Okay. Also zum Teil kann ich sie eben selbst ordnen, wie es Elisabeth jetzt gemacht hat. Ich kann aber auch bestimmte Kategorien vorgeben. Das heißt, ich könnte zum Beispiel. Ich denke immer in Volksschulmöglichkeiten. Ich könnte zum Beispiel drei Spalten machen, Nomen, Verben, Adjektive. Oder wir werden jetzt etwas anderes ausprobieren, um zu sehen, ob ihr auch wirklich wach seid. Ich wähle hier kategorisiert aus. Und jetzt, meine Lieben, werden eure Kenntnisse abgefragt. Denn wir machen folgende Kategorien. Stadt, Land, und Fluss. Wir wollen Text, keine Bilder. Pro Gerät machen wir jetzt, sagen wir, 9 Antworten, denn wir wollen es auf jeden Fall mit 3 Buchstaben probieren. Und später können wir es sonst nochmal neu starten. Wir lassen natürlich die Namen eingeschaltet, denn wir wollen ja sehen, wem was einfällt. Und wir gehen auf Weiter. Und das habt ihr vorher bei Elisabeth sicher auch schon gesehen. Diejenigen von euch, die den Lesson Activity Builder schon mal ausprobiert haben, kennen diese ganzen Komponenten vermutlich schon. Es gibt eben, wie ihr hier seht, den Zeitzähler. Damit kann ich Countdowns zählen oder eben Zeit zählen, bis die Kinder fertig sind. Buzzer kommen nach unten zum Bildschirm. Damit kann ich dann die Kinder quasi anfeuern und wer als Erster fertig ist, muss den Buzzer treffen.
und hat somit den Punkt erreicht. Ich kann würfeln, ich kann das Glücksrad drehen, da kann ich Schüler eingeben oder auch Elemente eingeben, die angezeigt werden sollen. Und ich kann noch den Hut auswählen, den nehme ich jetzt. Hier kann ich entweder auch Zahlen eingeben oder eine Schülerliste. Der Unterschied zwischen Hut und Glücksrad ist der, dass beim Glücksrad ein Kind, wenn ich jetzt zum Beispiel die Namen der Kinder nehme, dass dieses Kind öfter drankommen kann. Beim Hut ist es wie tatsächlich, bei einem Hut ist diese eine Karte rausgenommen, kann sie nicht mehr gezogen werden. Es gibt aber jetzt für mich keine Schüler, die ich auswählen will, sondern ich will ja Stadtlandfluss spielen, wie euch jetzt vielleicht schon bewusst ist. Und somit brauche ich die Buchstaben. Denn wenn ich jetzt zähle, ich meine, die Elisabeth kann jetzt Stopp sagen, aber für euch wäre es ein bisschen fad. Und deshalb habe ich hier schon eine Liste bereitgestellt, die ich jetzt verwenden möchte, und zwar meine ABC-Liste. Die habe ich zuvor schon gemacht. Ihr seht, hier sind alle Buchstaben des Alphabets drin. Buchstaben, die einmal rausgenommen wurden, können nicht mehr verwendet werden. Das ist X und Y schon wirklich drinnen, Magdalena? Ich kann es ja rausnehmen. Ich kann auch das Q rausnehmen. Lösch mal raus. Q ist raus, X ist raus, Y ist raus. Danke. Ja, Elisabeth, du hättest ja sagen können, du leitest das Webinar, du machst selbstverständlich nicht mit. Ja, na, ich mache mit, aber klar doch. So, ich gehe auf Fertigstellen. Oder auch nicht. Es dauert kurz. Genau, die Aktivität wird geladen. So, mein Hut ist hier am Rand. Seht ihr schon? Ich starte die Aktivität. Ich möchte euch ja die Möglichkeit geben, einsteigen zu können. Holger, ist Googlen erlaubt? Dann wirst du nicht so oft gelobt von mir wie von Elisabeth. Ihr seht jetzt vielleicht, meine ID ist eine... Du hast Harald gelobt. Ich dachte, du hast toll. Ja, stimmt. Okay, also dann darfst du. Ihr seht jetzt vielleicht, die ID ist eine andere. Jetzt ist es ja nicht mehr Elisabeths Notebook-Datei, sondern meine. Das heißt, es ist eigentlich eine komplett neue Aufgabe und somit wird auch eine komplett neue ID verteilt. Wieder, ich hoffe, ihr gebt alle euren richtigen Namen ein. Das mit dem Stopprufen wird jetzt natürlich so nicht funktionieren, aber wir sehen ja, wer als schnellster die richtigen Kategorien eingegeben hat. Ihr könnt jetzt auf eurem Tablet oder Mobiltelefon schon sehen, ihr habt wieder dieses Antwortfenster und darunter Select a Kategorie auswählen. Wenn man draufklickt, könnt ihr meine drei Kategorien sehen, Land oder Fluss. Das heißt, ganz wichtig beim Absenden, die richtige Kategorie auswählen. Es zählt natürlich nur, wenn es in der richtigen Kategorie steht. Braucht jemand noch die ID? Sonst gebe ich sie zur Seite. Oder ich kopiere sie noch kurz ins Chatfenster für die, die sie noch brauchen. So. Gut. Also, erster Buchstabe. Ich hoffe, alle sind bereit. Das K. Jetzt haben natürlich auch die den Vorteil, die schneller tippen können. Muss man auch ganz ehrlich dazu sagen. Man könnte jetzt auch sagen, dass Gewässer dazu zählen, wenn man möchte. So viele Kanadas. Und was natürlich hier jetzt auch der Fall ist, ist, dass alle schummeln können. Weil man ja schon sieht, was die Nächsten geschrieben haben. Aber gut, wir stoppen, denn die ersten sind schon fertig. Hallo Susanne übrigens, schön, dass du auch da bist. Nächster Buchstabe. Ihr habt hier noch Antworten übrig. Ist das Kongo.
Also ich sehe schon, ihr seid ganz schön fleißig unterwegs. Und ihr merkt auch schon, ich bin hochkonzentriert, ich kann gar nicht so viel gleichzeitig reden und schreiben. Soll noch einer sagen, wir sind multitaskingfähig. Übrigens, wenn es euch passiert, dass ihr keine Kategorie auswählt, kommt auch ein extra Fenster, das euch darauf hinweist, wo man dann die Kategorie auch im Nachhinein nochmal auswählen kann. Ja, ihr seht jetzt, vielleicht wisst ihr noch, vorher hat Elisabeth gesagt, die Kategorien oder das ganze Feld wird ganz schön voll, wenn man sich vorstellt, das sind 70, 80 Personen, die etwas schicken. Ihr seht jetzt, wir sind weitaus weniger und trotzdem ist es schon ganz schön voll hier. Nach wie vor könnte ich aber verschiedenste Felder verschieben. Ich habe auch hier oben den Mistkübel, das heißt, vielleicht mache ich dieses Spiel als Start mit meiner Klasse, möglicherweise auch nur zu einem Buchstaben, dann kann ich auch mal alles, es tut mir leid, Harald, alles aussortieren, das mehrfach vorgekommen ist. Das ziehe ich einfach zum Mistkübel, werde am Anfang gefragt, ob ich das jetzt auch wirklich löschen möchte und wenn ja, dann gebe ich es da eben rein. Das heißt, so kann ich mir auch wieder ein bisschen Platz machen. Ich kann diese Fälle allerdings nicht mehr zurückholen und diejenigen, die ich jetzt, von denen ich etwas gelöscht habe, werden jetzt auch sehen, dass sie auch deshalb nicht mehr Antworten zur Verfügung haben. Das heißt, wenn ich hier etwas lösche, wird bei euch die Möglichkeit zu antworten nicht wieder mehr. Ich pausiere mal kurz. Ich glaube, es war mit Elisabeth. Letztens haben wir das ausprobiert und darüber geredet und haben eben geschaut, ob das möglich ist, dass man da wieder mehr machen kann. Und ich glaube, dass das vielleicht gar nicht so schlecht ist, im Hinblick auf Schüler, die das eher als Scherz verstehen und glauben, soll es ja angeblich geben, und glauben, sie können da irgendeinen Blödsinn schreiben. Ich kann kommentarlos den Beitrag löschen und der Schüler hat aber nicht die Möglichkeit, wieder Blödsinn zu posten. Also somit finde ich, ist das vielleicht gar nicht so schlecht, dass der diesen Beitrag nicht mehr zurückbekommt, den ich gelöscht habe. Es wäre allerdings interessant, vielleicht sollen wir das auch mal anmerken, wenn man das auswählen könnte, denke ich mir. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich denke, das wäre doch ganz interessant zu sagen, okay, ich als Lehrer kann eben in diesen ganzen Features, die ich vorher oben schon ausgewählt habe, entscheiden, sollen gelöschte Beiträge, also soll die Antwortmöglichkeit dem User wieder gegeben werden. Aber vielleicht wäre das auch zu kompliziert. Das weiß ich leider nicht. Ja, das war ein Einblick auch, wie ich es spielerisch einsetzen kann. Ich kann natürlich auch übrigens, das habe ich euch vorher nicht gezeigt, ich kann natürlich auch von der einen Kategorie nicht in die andere verschieben, wie ihr hier seht. Das heißt, ich kann dann nicht im Nachhinein, wenn ein Kind das in die falsche Kategorie gegeben hat, wieder umlegen. Gerade bei Verben, Nomen und so weiter wäre das schon sehr interessant, wenn ich das machen könnte. Aber Moment, ich probiere, wenn ich beende, vielleicht geht es dann. Schauen wir. Nein, geht auch nicht. Also das wäre auf jeden Fall auch gut, wenn möglich wäre. Und hier seht ihr auch noch Papierkorb anzeigen. Er ist eben angezeigt mit aus, einfach nur dieses kleine Symbol weg. Ja, gut. Das wäre soweit auch von mir. Ihr habt eben gesehen, diese Komponenten, die ich oben auswähle, kommen hier an den Rand. Also auch wenn ich dieses große Feld hier ausblende, kann ich meine Extra-Komponenten noch sehen. Und ich kann auch jederzeit, wenn ich sage, ach, Stadt, Land, Fluss möchte ich öfter spielen, die Seite speichere ich mir. Ich will sie nicht jedes Mal neu erstellen. Mit einem, mit diesem Pfeil kann ich sie quasi zurücksetzen und kann sie neu starten. Dann wird das Feld geleert. Also alle eure tollen Beiträge sind jetzt leider futsch. Aber ich könnte jetzt wieder von vorn spielen. Also ich kann mir diese Aktivität ganz einfach speichern und jederzeit wieder neu aufrufen. Und ebenso kann ich sie auch jederzeit editieren. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte zum Beispiel im Zauberhut nicht mehr die Buchstaben, sondern ich möchte, ich weiß nicht, das passt jetzt nicht zur Stadt, Land, Fluss, aber ich möchte jetzt doch die Schülerzahlen oder die Schülernamen, dann kann ich hier auch eben die Schülernamen jetzt mir eintragen. Oder ich kann zum Beispiel noch eine weitere Kategorie dazugeben mit
Hafen. Wenn ich das möchte. Wäre nicht meine Kategorie? Hamburg. Vielleicht diejenigen, die im Norden wohnen, hätten da wahrscheinlich mehr Chancen als ich. Ja. Genau. Magdalena, Elisabeth, möchtest du? Gondel hat gerade angefragt, ob man da, wenn man den Vorhang davor gibt, die Antworten verbergen könnte. Können wir das vielleicht mit einem Buchstaben noch ausprobieren? Ob das geht? Das habe ich nämlich noch nie probiert. Das ist aber eine gute Anregung. Das ist eine gute Idee. Ich starte die Aktivität. Es müsste genau dieselbe Nummer sein. Das heißt, wenn ihr... Bitte? Jetzt müssen wir einen Hafen eingeben. Ja, bemühe dich mal, Elisabeth. Also, es ist ein... ich starte mit dem M und lege den Bildschirmvorhang vor. Müsste also funktionieren. Vielleicht machen wir es so, dann sind wir da. Also ihr seht hier schon, es sind schon Antworten da und ich kann sie aber verbergen, sehe aber trotzdem, welche Kategorien ich habe. Übrigens, das ist mir auch noch nie aufgefallen, es leuchtet immer die Kategorie kurz auf, offensichtlich, in die etwas Neues gepostet wird. Und ich könnte jetzt sicher, genau, auch währenddessen den Vorhang nochmal vorgeben oder mal Stück für Stück mir nur anziehen. Wow! Schon zwei Hafen. Ja, wie sieht's denn aus? Habt ihr noch weitere Fragen? Hi Magdalena. Hallo Jörg. Ist es möglich, aus einer Excel-Datei die Namen direkt hier reinzuziehen, also Schülernamen? Denn so muss ich es ja immer eingeben. Gibt es da eine Möglichkeit? Es gibt schon, also Excel geht, soweit ich weiß, derzeit noch nicht. Haben wir aber schon vor längerem gesagt, dass es auf jeden Fall toll wäre, wenn gemacht wird. Aber es gibt eine andere Möglichkeit, die ich dir zeigen möchte. Und zwar kannst du, wenn du in diesem Hut-Element oder Glücksrad-Element bist, eine Liste, du musst sie einmal eingeben. Ja. Paul und so weiter und kannst dann aber Liste speichern. Ja, hier. Das weiß ich schon, aber wie gesagt, ich kriege ja mal habe die Schülerlisten immer per Excel-Datei gekriegt und dann war es natürlich schön, die einfach einlaufen zu lassen, als dass ich für jede Klasse und jeden Kurs das immer eingebe. Musste man auch nur einmal machen, aber ich bin faul. Ja, aber wir können es ja kurz probieren, wenn währenddessen Elisabeth die anderen Fragen beantworten kann, falls noch welche da sind. Ich mache nebenbei kurz eine Excel-Datei auf. Dann können wir es kurz ausprobieren. Gibt es noch weitere Fragen? Da kam, glaube ich, noch eine Chat. Ja, Harald möchte wissen, ob man die Antworten seitlich aus dem Bild ziehen kann und so später wieder zurückschieben kann, wenn man sie nicht permanent löschen möchte, nehme ich an. Moment, jetzt muss ich kurz... Du meinst so aus dem Bild raus... Ah, schau her. Übrigens, Joachim, hast du das gesehen? Also mit Kopieren und Einfügen geht's aus der Excel-Datei. Super, was dazugelernt. Ja, ich auch. Alle haben was dazugelernt. Danke für alle die Frage, haben was dazugelernt. Ja. Aus dem Fenster raus wird bei den Kategorien jetzt sicher nicht gehen. Ich kann sie ja auch nicht in die andere Kategorie schieben. Elisabeth, hast du das andere noch offen? Moment, lass mich mal hinschauen. Nein, kann ich nicht rausschieben, bleibt im Rahmen. Was ich aber machen könnte, nur so spontan, wäre, dass ich mir eine Form richte, die ich drüber lege, wenn ich es später mir dann anschaue. Da muss ich mir halt die einmal irgendwie vorbereiten. Ja, das mit der Form ist aber auch nur eine schwache Krücke, weil ja die Karten unterschiedlich groß sind, je nachdem, was draufsteht. Das stimmt. Aber ich könnte sie ja sonst ein bisschen verschieben. Wenn ich sie mir einmal rauflege oder so, könnte das funktionieren. Ist aber keine schöne Möglichkeit. Sonst noch weitere Fragen oder Anregungen eurerseits? Ja.
Aber ich hatte jetzt gerade nochmal geschrieben, das ist ein toller Tipp, danke für die Frage. Und das war für Joachim gedacht. Genau. Ja, also eben wie gesagt, ich habe es jetzt mit der Excel-Liste ausprobiert. Allerdings weiß ich nicht, was wäre, wenn Vor- und Nachname gebraucht wird. Aber ich denke, in dieser Liste sollte das kein Problem sein. Es ist ja für die Schüler. Mhm. Dann kann ich ja nur die Vornamen nehmen. Also es geht auf jeden Fall, eine Spalte zu kopieren. Sonst noch etwas, das ihr gerne wissen möchtet? Wenn nicht, dann würde ich auf jeden Fall schon mal sagen, danke dafür, dass ihr so toll mitgemacht habt. Sowas ist natürlich besonders interessant, wenn gleich mehrere mitmachen. Man sieht auch, die Antworten kommen relativ schnell rein. Also das geht tatsächlich relativ gut. Dadurch auch, dass wahrscheinlich in dem Fall jetzt, dass es ganz viel Text und wenig Bild war. Interessant wäre es nochmal, ich kann mich erinnern, in Kanada ging das mit den Bildern aber auch relativ schnell. Also das, ich hatte auch den Eindruck, dass es bei uns mit den Bildern flott ging. Also. Ja, aber das waren ja nicht so viel im Vergleich jetzt zu Kanada, dachte ich. Ja, und eben wie gesagt, was auch ganz toll ist, ist, dass es natürlich mit jedem Device möglich ist. Also sowohl über Mobiltelefon als auch über Tablet oder es wird auch über einen ganz normalen PC gehen. Geht genauso. Das heißt, es können alle Schüler, die irgendeine Art von Device haben, mitmachen. Und ich finde das auch ganz praktisch, wenn ich in meiner Notebook-Datei bin, dass ich dann der Activity Key nicht ändert. Das heißt, die Schüler müssen, wenn sie das Fenster offen haben, nicht immer den Schlüssel neu eingeben. Ist auf jeden Fall auch von Vorteil, gerade wenn ich an unsere Volksschüler denke, wo eine achtstellige Nummer mit Sicherheit so schon eine Herausforderung ist. Wenn das dann nur einmal sein muss, ist das sicher ganz gut. Aber wie gesagt, angeregt haben wir schon, dass die Nummern eventuell kürzer werden oder für die Kinder irgendwie leichter zu erkennen mit Wörtern dazu. Ja, Elisabeth, da war was von einer Freigabe für dich? Ja. Seht ihr meinen Desktop? Ja. Ja. Wunderbar. Ist das nicht wunderbar? Das ist super. Also ich sehe noch nicht. Ja, dann schau mal hin. Dann verraten wir jetzt. Oh, das hast du aber schön gemacht, Elisabeth. Das ist doch wunderbar. Hat sie wochenlang dran trainiert. Ja. Ja. Super. Ja. Okay, ihr Lieben. Ich kann halt was. Das war mir schon von vornherein klar. Aber jetzt habe ich es wirklich auch mal gesehen. Ja, also jetzt endlich mit mal dieser eine gesehen. Folie. Endlich mal richtige Arbeit von mir gesehen. Nicht nur so. Pseudo-Videos. Magdalena und Elisabeth, vielen lieben Dank. Es war wie immer sehr kurzweilig mit tollen Beispielen. Möglichkeiten und Grenzen habt ihr wieder gut aufgezeigt. Und wir haben auch schon erste methodische Überlegungen erarbeitet. Also Bildschirmvorhang, das war ein toller Hinweis auch vom Gundel. Ich denke, so kann man das auch richtig gut benutzen, das Tool. Sehr schön, dann bedanke ich mich recht herzlich bei euch. Und ich beende jetzt erstmal.